Die Eklipsenenergie ist eine kosmische Einladung in eine neue Ebene des Bewusstseins. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Heute am 23. September 2024. Und es ist etwas spät, aber wir sind immer noch mittendrin in der Eklipsenenergie und da nehme ich jetzt auch Bezug drauf. Mich zieht es permanent ans Meer momentan und ich habe es nicht so weit. Das heißt, heute bin ich ganz präsent und übrigens auch mit einer vollkommen neuen Energie in mir. Und darüber möchte ich berichten, über diesen Zeitraum von der letzten Eklipse, das heißt von der Frühjahrseklipse im März 2024 bis jetzt und dann wieder bis März 2025. Schön, dass du da bist. Danke, danke, danke an dich und an euch, an unseren schönen Austausch. An die vielen lieben Grüße, an die vielen Likes und ja, und ich möchte auch, genau, und ich möchte auch noch Andrea danken, vielen lieben Dank. Lass uns mal loslegen, diese kosmische Einladung in ein neues Bewusstsein. Ich berichte ganz oft darüber, aber was geschieht jetzt gerade und wie fühlt sich das auch an? Und wie können wir da mitgehen in diese neue Zeit und auf diese neue Erde, jetzt mit dieser Eklipsenenergie? Ja, worum geht es? Es geht darum, dass jegliche Energie ins Gleichgewicht gebracht werden möchte. Und du kannst dir das so vorstellen, dass wenn wir, yes, wenn wir, ich muss jetzt lachen, schön. Es fließt gerade so viel durch mich und ich habe schon meinen Geistführern gesagt, ey, macht langsam, bitte langsam, langsam, damit ich das alles übertragen kann. Deswegen ist das jetzt so. Also, jegliche Form von Energie braucht eine Balance und einen Ausgleich. Und ab heute sind wir auch in der Waage, ja, in der Waagesaison. Das bedeutet auch, jegliche spirituelle Energie braucht Balance, Gleichgewicht und Ausgleich. Und dieser Ausgleich war zu der 3D-Ebene oder auch zu der Erde, Planet Erde, durch den Schleier die andere Seite immer. Und dadurch, dass sich der Schleier jetzt immer mehr öffnet und das Raum- und Zeitgefüge, also die Erde sich löst von dem Raum- und Zeitgefüge, darüber wollte ich gar nicht reden. Okay, sich immer mehr löst, kommen diese Welten immer mehr zusammen. Die unsichtbare und die sichtbare Welt kommen immer mehr zusammen. Und wenn Energie immer einen Ausgleich braucht, dann stell dir vor, dass wenn du eine Erkenntnis hattest oder hast, in dir ein Shift, es ein Shift gab, eine neue Erfahrung, dass die alte Erfahrung sozusagen von der Erde aufgenommen wird und der Ausgleich ist dieses höhere Bewusstsein auf der, von der anderen Seite, also aus dem hohen Selbst, ja, dass diese Energie kommt dann rein. Und das ist der Ausgleich und das ist die Balance. Und so sind wir jetzt in einer Qualität, wo das Ungleichgewicht in ein Gleichgewicht gebracht werden möchte. Und da sprechen wir natürlich über die Kräfte des, über die Dunkelkräfte, die unlichten Kräfte und die lichten Kräfte, die immer mehr sich in ein Gleichgewicht bringen wollen. Was bedeutet, dass auf der kollektiven Ebene die Reibungen immer intensiver werden. Die Energie wird immer intensiver, die Dynamik wird immer intensiver. Und das Gleiche passiert auch in uns. Ja, also die Leidenskräfte, also noch, sagen wir mal, Kräfte der alten Matrix in uns, werden stärker und intensiver. Und das Licht auf der anderen Seite kommt intensiver rein, deine Seele, dein hohes Selbst. Und diese wollen sich ausgleichen, angleichen und in Harmonie und Balance bringen. Also das, was im Außen geschieht, wieder natürlich geschieht auch im Innen, wie immer von innen nach außen. Und so ist es auch im Kosmos jetzt gerade. Und das bedeutet, dass diese Kräfte, die jetzt intensiver werden, dieses Licht-Dunkel, diese Dualitätskräfte, so möchte ich das mal nennen,
dass die also immer in eine stärkere Reibung kommen, in uns als auch im Kosmos, im Kollektiv. Und was sie bewirken wollen, ist diese Veränderung in das Gleichgewicht und in die Harmonie hinein. Und das ist auch das Gleichgewicht und das Prinzip zwischen den kosmisch-weiblichen und kosmisch-männlichen Kräften, wofür oder warum ich jetzt auch dazu ein Seminar gebe, ein Online-Workshop am 20. Oktober 2024 zu diesen Prinzipien, wie sich das im Alltag ausdrückt und wie wir das besser in uns leben und vereinen können, harmonisieren können, ja? Okay, also es geht darum, dass die Kräfte des Gebens und Nehmens, der Lichtkräfte und der Dunkelkräfte und des kosmisch-männlichen und kosmisch-weiblichen mehr und mehr sich jetzt in Harmonie bringen wollen. Was bedeutet, dass sie natürlich erstmal mehr zueinander rücken und das ist auch diese explosive Energie, die wir jetzt auf dem Planeten Erde erleben. Dazu kommt, dass wir ab heute Venus im Skorpion haben und wir haben diesen Zyklus jetzt noch bis zur nächsten Mondfinsternis am 17.10. Wir haben die Sonnenfinsternis am 2.10. und die Mondfinsternis, also die kosmisch-männlichen Kräfte und die Mondfinsternis nochmal am 17.10. Und dann schließt sich der Korridor ab, dieser Finsterniskorridor, der aber wirkt bis zum März 2025. Ja, und jetzt gehen wir mal da rein. Ja, also das Verrückte ist, ich habe dieses Wochenende am Meer auch so viel innerliche Heilung erfahren und Transformation und Bewusstsein und das Meer. Ich fahre da intuitiv hin, das hilft mir auch dermaßen. Wir sprachen darüber. Wasser, 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 immer wieder. Verbinde dich mit dem Wasser, ja. Lass das Wasser zu dir rein. Und wenn du einfach jede Woche ein Fußbad machst mit Apfelessig und Lavendeltropfen rein, um zu entgiften und das Wasser in dir aufzunehmen, ja. Also schau zurück. Von der letzten Eklipse vom März, was ist geschehen in dem Zeitraum von März bis September? Was waren deine größten Aha-Erlebnisse oder Schmerzerfahrungen oder Leiterfahrungen oder auch positive Erfahrungen? Also versuch das einfach mal zu reflektieren, weil das ist eben der Bogen, den ich jetzt spanne, von März zu September zu März, ja? Und was ganz spürbar war, schon nicht nur am Wochenende, sondern auch in der Woche, dass nochmal auf einer tiefen Ebene Herzwunden und Herzverletzungen oder Herzberührungen sich zeigten, emporkamen oder nochmal gefühlt werden wollten oder dann nochmal durchgegangen werden wollten. Und vielleicht, wenn du es jetzt noch nicht abgeschlossen hast, vielleicht spürst du es jetzt immer noch, dass nochmal so alte Herzerfahrungen, wo wir noch nicht loslassen konnten, wo wir noch nicht freigeben konnten, wo wir einfach noch nicht einfach die Liebe wieder annehmen konnten in uns selbst. Und da komme ich auch drauf zu dem Thema Selbstliebe. Das wird ein großes Thema jetzt werden, wo du das einfach nochmal durchgespielt hast. Und die geistige Welt sagte mir extra, wir spielen das nochmal durch. Es ist so wie, als wenn wir durch das Spiel nochmal gehen, um das nochmal zu fühlen, um nochmal uns bewusst zu machen, was ist das für eine Erfahrung gewesen oder war es oder ist es, ja? Und diese alten Herzwunden werden nochmal sichtbar, weil diese alten Gefühle in uns wollen transformiert werden. Immer wieder wollen sie transformiert werden. Und das bedeutet, dass du, wenn du sie transformierst, in die Liebe, in das Licht bringst, dass du so nehme ich das wahr, so ist das, so fühlt sich das an, in einem Freiheitsgefühl bist, in einem Gefühl von innerer Liebe, von innerer Freiheit, von innerer Power, ja, aus dieser Transformation, dass du in die Weisheit das gebracht hast, dass du weiser geworden bist damit, ja.
Also, die Aufgabe oder Aufgabe ist nicht das richtige Wort, aber wir dürfen jetzt, je nachdem wie bereit du bist, wir dürfen diese alten Gefühle von Schmerz nicht loslassen können, von Warten, von nicht vergeben können, ja? Wir dürfen diese jetzt in uns ins Licht bringen. Also, du kannst immer wieder Hilarion bitten. Hilarion ist wunderbar dafür. Und Lady Nada und Jesus Christus, dir zu helfen, dort in einen inneren Prozess des Verstehens zu gehen, der Weisheit zu gehen, des Fühlens zu gehen, des Erfahrens zu gehen, des Loslassens zu gehen und Freigebens, ja. Was dir auch wirklich hilft, ist die violette Flamme. Du kannst diese alten Gefühle nehmen und auf ein Blatt Papier schreiben, ja, und dann verbrennen und ins Licht geben, den Elementen übergeben. Du kannst sie einhüllen in goldenes Licht, in eine goldene Kugel und von dir ziehen lassen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten dafür. Denn mit dieser Venus im Skorpion jetzt kommen wir in die Möglichkeit, diese Frequenzen der Selbstliebe und des Selbstwertes in uns in eine Balance zu bringen. Zwischen den männlichen und weiblichen Energien. Selbstwert und Selbstliebe spiegelt sich auf allen Ebenen unseres Lebens. Das kann sein, dass du das auf der Beziehungsebene gespiegelt bekommst oder auf der Ebene deiner Kollegen, deiner Arbeitskollegen, deiner Vorgesetzten. Es kann sein, dass du es gespiegelt bekommst auf der Ebene der Kinder, der Enkel, der Familie. Und es kann sein, dass du es auch gespiegelt bekommst immer in deinen Finanzen, ja, immer noch mal wieder in deinen Finanzen. Dieses Thema des Selbstwertes und der Selbstliebe, das werden wir jetzt noch mal durchgehen, durch diesen Eklipsenzeitraum und durch den Zeitraum bis zum März 2025, weil wir in die Energetik kommen, innerlich uns, und das bringt diese Waage-Saison, nochmal neu zu sortieren, neu aufzuräumen, neu durchzuführen. Und vielleicht hast du nochmal gleiche Erfahrungen. Vielleicht erfährst du das nochmal ganz genauso und denkst, Mann, das habe ich schon tausendmal erfahren. Das sind wirklich ganz, wie soll ich denn sagen, ganz alte Geschichten, die sich ewig durch unser Leben ziehen, ja. Und so wie ich das erfahren habe jetzt in meinem inneren Prozess, der war, ich bin nicht gut genug. Und dieses zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ja, kann sich widerspiegeln im Bereich deiner Gesundheit, im Bereich der Ebene mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinem Chef, mit der Gesellschaft, mit Gott, was auch immer. So alte Muster, ja, die du wirklich ewig schon in deinem Leben hast, können sich jetzt nochmal zeigen. Und das ganz Wichtige ist dabei zu verstehen, dass alles im Außen, egal mit wem du das gerade durchspielst, nochmal ein altes Muster, ja? Sag ja, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Ernährung, im Bereich deines Körpers, im Bereich deiner Gefühle, im Bereich deiner Finanzen, wo auch immer du das durchspielst. All das ist eine Reflexion vom im Außen, ein Spiegel. Das heißt, es ist so, dass alles das Außen, das wird dir wirklich nur spiegelt. Definitiv. Und im März bin ich wieder in Kislek und dieses Thema wird das Thema meiner Seminarreise im März sein. Ganz lange sagt mir das schon die geistige Welt. Ja, ich höre euch. Ja. Also, alles, was du im Außen erfährst, und alles, was du in einer Reflexion da hast, ist eine Spiegelung deiner eigenen Muster in dir. Und das können wir nur erlösen durch die Liebe zu uns selbst. Und das, was jetzt kommt mit der Venus im Skorpion, ist ein tiefes Schürfen nochmal darin,
ein ganz tiefes Schürfen nochmal darin, in diesen Fragen. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Augenblick, da gehe ich jetzt rein, weil es ist interessant, weil es sich alles so verändert, gerade energetisch hier, von dem, was ich sagen will. Bist du in der Liebe und Wertschätzung mit dir selbst? Und selbst wenn du jetzt nochmal alte Erfahrungen machst, die du schon immer gemacht hast, oder du gehst da nochmal rein, dann ist das genau die richtig wichtige Frage, weil nur die Liebe, und das ist so wichtig zu verstehen, nur die Liebe, wir gehen jetzt auf dem neuen Planeten Erde, auf die neue Erde, wir gehen auf den Planeten der Liebe. Wir gestalten jetzt den neuen Planeten Erde Liebe. Und nur die Liebe führt uns dahin. Und wir bauen das nur mit der Liebe auf. Und jeder wird sich vielleicht jetzt wirklich noch mal fragen, was ist Liebe? Weil Liebe ist so vielfach definierbar und nicht definierbar. Und nur du kannst es für dich definieren, was Liebe ist. Weil letztendlich gibt es einen großen Rahmen der Unendlichkeit und der Ewigkeit und der ewigen Geborgenheit, Fülle, Liebe, Freude, Glückseligkeit aus diesem Topf, aus dem wir schöpfen können. Aber hier unten runtergebrochen auf der Erde, in unseren physischen, menschlichen und das physische Gefäß hier hinein, ja, ist es fühlbar. Wie fühlt es sich an, Liebe? Ja, Liebe gibt so frei. Liebe setzt niemals unter Druck. Liebe ist ein sich, wie soll ich das sagen, ein gebender, nebener Prozess, ein ewiges Fließen. Liebe ist ganz klar. Liebe sprengt Grenzen, aber Liebe setzt auch Grenzen. Und das ist das Gleichgewicht und die Balance jetzt. Das ist die Energetik jetzt mit dieser Eklipse und auch für die kommenden 6 Monate, dieses Grenzen sprengen und Grenzen setzen. Und wir werden das ganz massiv kollektiv auch sehen, ganz massiv kollektiv. Und das, was es uns dann bringt, wenn diese Spiegelung erfasst wird, sind Momente der Klarheit. Diese Eklipsenenergie kann, wenn du bereit bist, wenn du offen bist, dir Momente der tiefsten Klarheit schenken, ein Verständnis, ein ganz tiefes neues Verständnis. Deswegen auch diese kosmische Einladung in ein neues Bewusstsein dort hinein. Und wie kannst du das machen? Indem du das annimmst. Und eine wunderschöne Übung ist, dich zu öffnen, indem du einfach sagst, ich öffne mich jetzt mal, ich mache mich vollkommen auf, ich öffne mich. Das heißt nicht, dass du deine Grenzen nicht setzen sollst, das heißt es nicht, sondern dieses vollkommene Aufmachen, damit du Heilerfahrung erfährst. Und selbst wenn die gerade noch nicht gut ist, aber in der Essenz nachher, in der Transformation, ist es pure tiefe Heilung. Und dieses, ich mache mich jetzt mal vollkommen auf, ich öffne mich. Ja, und erlaube der Liebe, erlaube dieser kosmischen Liebe mit der Heilung, mit der Transformation, mit der Energie der Heilung in mein Leben zu treten, in dem oder in dem Bereich, was immer das ist, dein Bereich. Das ist eine wunderschöne Übung dafür. Weil all dies wird aus unserem höheren Selbst, und das ist jetzt übrigens auch diese Balance, die immer mehr reinkommt. Unser menschliches Selbst verbindet und vereint sich immer mehr mit dem höheren Selbst. Das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, durch den Schleier durchkommend. Das ist diese, und ihr merkt, wie diese Energie, das ist wieder diese Energie der liegenden Acht, ja, wie diese Energie fließt und sich vereinen will, immer wieder. Und das Spannende ist wirklich, die Gedanken sind schon sehr leicht zu steuern, aber die Emotionen sind nicht leicht zu steuern. Und immer wieder brauchen wir dafür, glaube ich, schon noch Atem, Erdung, auch sagen wir mal die Weisheit der Engel, des Kosmos, der aufgestiegenen Meister, wirklich Hilfe dafür. Ja, um diesen Bogen zu schlagen. Kannst du für dich nach innen gehen und spüren,
Was ist die Lernerfahrung, die ich hatte in den letzten 6 Monaten? Was habe ich gelernt? Was habe ich aus diesen Erfahrungen gelernt? Weil das ist die Weisheit, ja? Bist du innerlich reifer geworden? Bist du gewachsen damit? Wie konntest du es mehr als Weisheit in dir erfahren? Also wirklich, bist du in der Liebe und Wertschätzung mit dir selbst? Und das kannst du testen auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Höchste, 1 ist das Geringste. Und dann, das kannst du übertragen auf deine Lebensbereiche dabei, ja? Und für die kommenden 6 Monate ist das so, dass von dem Jetzt an du wirklich das, was du jetzt schon erreicht hast, also mitnimmst sozusagen, ja, und das integrieren wir jetzt. Das bringen wir jetzt in die Erde. Das bringen wir jetzt in das wahre Leben hinein, in unser Leben hinein. Wo willst du im Leben jetzt hin? Mit dem, was du jetzt hast, bist, wo willst du im Leben da jetzt hin? Was willst du jetzt in deinem Leben erreichen? Und wenn du das spürst, dann spüre, wenn du das wirklich aufschreiben kannst, was kann mich da jetzt drin unterstützen? Wer kann mich unterstützen? Wer kann mich darin mit dem, was ich jetzt reinbringen möchte ins Leben, wo ich hin will? Wer kann mir da helfen, ja? Weil es wird wirklich wichtig sein, das zu integrieren. Ganz wichtig jetzt. Die Energien werden immer intensiver, so wie ich das am Anfang beschrieben habe, Licht und Dunkel. Sie werden auch immer drückender, die Reibung wird größer. Und viele Seelen werden diesen Druck nicht mehr aushalten können, auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene, auf der mentalen Ebene werden das nicht mehr aushalten können, auch auf der körperlichen Ebene nicht mehr. Und sie werden den Planeten verlassen, sie gehen. Aber das Spannende ist, dass auch darin dieses Verständnis von Energie, wenn sie gehen, gehen sie auf die andere Seite und das ist der Ausgleich. Das ist wieder der Ausgleich, indem sie sich dann mit der spirituellen Energie auf der anderen Seite verbinden. Das heißt, die Menschen, Seelen, Wesen, diejenigen, die das nicht annehmen können jetzt, diese große Bewusstseinsöffnung, das Licht, das neue Licht, diese neue Energie, gehen entweder vom Planeten oder wir machen noch mal eine Schleife und noch mal eine Schleife und noch mal eine Schleife, vielleicht auch in diesem Leben und gehen dann oder öffnen uns für das neue Licht, für diese wahnsinnige Liebes, für dieses Liebeslicht, was einströmt. In diesem Verständnis der Balance, dass alle Energie fließt, ja, und in eine Harmonie gebracht werden möchte. Okay. Abschließend also nochmal, Venus im Skorpion führt uns jetzt nochmal ganz tief in diese Schattenreiche hinein oder in unsere tiefsten Muster hinein. Und diese Muster sind nicht nur aus diesem Leben, sie sind auch aus früheren Leben und sie sind vielleicht von deinen Ahnen und sie sind aus deiner Familie und du hast sie nur übernommen. Also da spüre rein, wie weit das von deinen Ahnen ist, von deiner Familie ist oder auch aus diesem Leben, aus deiner Kindheit, ja, was dir dort helfen kann, weil wie immer wieder, das ist wirklich immer noch mal wieder, ich habe manchmal, das ist auch ganz spannend, ich räume ja einmal im Frühjahr und einmal im Herbst meinen Schrank durch und Schrank auf und manche Sachen bleiben 2, 3 Jahre liegen und ich räume die rein und raus und rein und raus. Und dann gibt es so einen Moment, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt loslassen. Das gehört überhaupt nicht mehr zu mir. Oder nein, ich will das noch nicht loslassen. Ich nehme das nochmal mit, noch eine Runde für die nächste Saison, ja, so ungefähr. Und so ein innerliches Ausbalancieren und Sortieren der Kräfte und unserer alten Strukturen und unser Glaubenssätze und unserer Muster und unserer Gefühle, so etwas findet jetzt statt. Und so werden wir vielleicht nochmal sortieren, auch in unserer Beziehungsebene. Und dieses Sortieren kann so weit gehen, dass du vielleicht jetzt noch einmal Menschen aus deinem Leben entlässt, dass du
mit den Wohnort wechselst, dass du wirklich die Arbeitsstelle jetzt kündigst und wechselst, ja, dass du vielleicht ein altes Auto loslässt und dir wirklich jetzt ein neues kaufst, wie auch immer das in deinem Leben aussieht. Wir gehen also tief rein in dieses Aufräumen. Ja, okay. Also abschließend ist dieses: Ich öffne mich jetzt, aber nur mit deiner Bereitschaft, ja, für die Liebe und das Licht und erlaube, dass Heilung auf all den Ebenen geschieht, auf denen ich bereit bin und mich jetzt auch öffnen kann, durch alle meine Leben, durch Raum und Zeit, durch alle meine Inkarnationen, durch alle Dimensionen. Und atme dabei tief ein und aus. Und so ist es. In diesem Sinne, danke. Ja, wenn du magst, komm mit. Ende Oktober, ich habe noch ein paar Plätze frei. Die Reise deines Lebens, die Seelenreise, alles zum Thema deiner Seele in Warnemünde. Und Ende November, ja, bin ich in Kisleck und dann freue ich mich auf das Seminar, dein Paradigmawechsel, dein Dimensionswechsel. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns sehen in einem meiner Workshops oder im Newest Business Mentoring, in dieser neuen Community, in der wir auch schon ganz aktiv sind. Du findest alles auf meiner Webseite www.daniel-gernand.de. Und jetzt wünsche ich dir ein gutes Durchkommen bis zur nächsten Mondfinsternis in den Oktober hinein. Und ich danke dir, dass du da bist, und ich danke euch von Herzen, von Herz zu Herz. Von Seele zu Seele. Merci, bye bye. I love you.